Hi Leute und willkommen zu einem neuen Sammlungsvideo von mir. Heute geht es einmal mit meiner Foundation-Sammlung im High-End-Bereich weiter. Und wir fangen direkt mit der ersten Foundation an. Die erste Foundation, die ich in meiner High-End-Sammlung habe, ist keine Überraschung. Die Make Up For Ever Ultra HD Foundation habe ich schon so oft auf meinem Kanal empfohlen. Ich liebe die Foundation, die ist im Übrigen richtig gut für Fotos zum Film. Da sieht die Foundation richtig gut drauf aus. Die ist seit, glaube ich, 2-3 Jahren unter meinen absoluten Lieblingen. Die kaufe ich immer wieder nach. Ich habe die Farbe Y235 bei dieser Foundation. Die geht so leicht ins Gelbstichige, aber jetzt nicht zu extrem. Und deswegen passt die auch ziemlich gut zu meiner Haut. Das ist definitiv eine meiner absoluten Lieblinge. Da ich ja persönlich so ein Fan von der Liquid Foundation, der Ultra HD von Make Up For Ever bin, habe ich gedacht, okay, komm, du testest den Make Up For Ever Foundation Stick aus. Ich muss allerdings sagen, ich bin gar kein Fan mehr von dieser Foundation. Wie ihr seht, die ist eigentlich auch schon komplett aufgebraucht. Also ich, wie gesagt, mag sie überhaupt nicht mehr. Jetzt fragen sich vielleicht manche, okay, warum entsorgst du sie nicht? Warum kratzt du sie jetzt sogar noch aus? Das ist einfach der Schwabe in mir. Ich habe so viel Geld dafür bezahlt und jeder kennt es bei Stick Foundations. Da ist noch so viel Produkt hier drin. Und an Tagen, wenn ich Foundations zum Beispiel nicht lange tragen muss oder es mir schlichtweg egal ist oder es ist einfach Alltag, dann denke ich einfach, ach komm, dann nimmst du die noch. Das ist eine von den Foundations, die nach 3 oder 4 Stunden wirklich überhaupt nicht mehr gut aussieht. Also nichts für einen langen Tag. Bei der Foundation habe ich auch einen absoluten Wandel durchgemacht. Ich habe sie am Anfang wirklich gemocht. Dann fand ich sie nur noch in Ordnung. Und als ich sie dann einfach im Alltag öfter verwendet habe und wirklich 8 bis 10 Stunden drauf hatte, fand ich sie furchtbar. Und deswegen werde ich sie auch nur noch aufbrauchen und auf gar keinen Fall nochmal nachkaufen. Eine weitere Make Up For Ever Foundation, die ich mir aus New York mitgebracht hatte damals, war die Make Up For Ever Water Blend Foundation. Das ist eine super, super dünnflüssige Foundation. Im Endeffekt kann ich sagen, wenn ihr zu Unreinheiten neigt, Rötungen auf der Haut habt, Unebenheiten, das ist definitiv nicht eure Foundation. Das ist eine Foundation, wenn ihr absolut perfekte Haut habt und ihr kein Problem habt, dass sie komplett durchscheint, weil ich persönlich finde, diese Foundation macht gar nichts. Hört jetzt einmal zu. Hört ihr das? Das kann eigentlich nur diese Foundation. Ich hoffe einfach, daran hört man, wie unglaublich flüssig die Foundation ist. Die werde ich euch ausnahmsweise auch mal kurz swatchen, damit ihr das sehen könnt. Die ist so flüssig, also die rinnt wirklich die komplette Handfläche runter. Wenn ich jetzt mein Video so machen würde, würde das irgendwann hier unten landen. Aber ich zeige euch jetzt einfach, seht ihr das? Wie unglaublich flüssig die ist. Also erstens, es macht bei mir persönlich nicht viel. Und der ganz kleine Tropfen reicht im Endeffekt, um die komplette Hand abzudecken. Aber wie ihr seht, es ist kein großartiger Unterschied und es ist bei der Foundation so, das ist vielleicht für Make-up-Starter, Teenager, die minimalen Effekt haben wollen, um einfach ein bisschen, wirklich minimal ebenmäßigere Haut zu haben. Das ist wirklich eine Foundation, mit der ich nicht zufrieden bin. Ich habe die heute drauf, aber ich habe sie mit einem Foundation-Stick gemixt. Weil Foundation Sticks sind für meinen Geschmack zu dickflüssig, die hier ist viel zu dünnflüssig und damit brauche ich im Endeffekt beide Foundations hier auf, weil ansonsten würde ich die Foundation niemals aufbrauchen. Ich bin kein Fan von Full Coverage Foundations, aber eine Foundation soll schon was machen. Ich habe über 40 Euro für die Foundation bezahlt und dafür, finde ich, macht sie einfach zu wenig. Das ist wie, ja, ein leicht eingefärbtes Wasser und 40 Euro oder 43 Euro, die ich dafür bezahlt habe, sind sie einfach nicht wert gewesen. Eine Waterblend Foundation, die ich absolut weiterempfehlen kann wiederum, ist die Tarte Rainforest of the Sea Foundation. Das ist auch eine Water Foundation, aber sie hat 100% mehr Deckkraft. Sie ist jetzt keine Full Coverage Foundation, aber sie hat eine Deckkraft, so bis zu einer mittleren Deckkraft kann man die aufbauen. Fühlt sich super auf der Haut an. Ist eine tolle Sommerfoundation, die nicht schwer auf der Haut aufliegt. Für mich eine der besten Foundations. Ich habe schon so oft von der geschwärmt. Ich glaube, in den letzten 2-3 Monaten war sie mein Favoriten. Absolut berechtigt. Das ist schon ein extremes Zeichen für eine YouTuberin, wenn sie eine Foundation selber kauft und man hat 2 verschiedene Foundation-Farben am Start. Das hat schon was zu bedeuten. Ich habe im Übrigen hier Fair Light Neutral und die Farbe, die ich aktuell benutze, Fair Neutral. Ich finde im Übrigen, Tarte hat wunderschöne Farben, was die Foundations angeht und die Concealer. Die sind einfach, wie ich immer sage, sehr, sehr natürlich, weil manche Foundations, wenn man die sieht bei anderen Marken, weil manche Foundations sind einfach irgendwie so unnatürlich vom Ton. Manchmal frage ich mich, wie das jemandem passen kann. Das ist bei Tarte überhaupt nicht der Fall. Das sind 2 sehr schöne Foundation-Farben. Fair Neutral ist natürlich die hellere Farbe und Fair Light Neutral ist dann meine Sommerfarbe. Eine Foundation, bei der ich absolut daneben gegriffen habe, ist die Too Faced Born This Way Foundation. Farbe Vanilla, ich habe die damals blind aus den USA direkt bestellt. Also das ist wirklich schon 2 Jahre her.
Und als sie ankam, war ich überrascht, wie unglaublich dunkel sie war. Also mit der hier würde ich aussehen am Ende wie ein Tiger. Ich brauche definitiv die Produkte, die die Foundation aufhellen. Es gibt es einmal bei The Body Shop, das weiß ich. Es gibt aber mittlerweile auch Marken, die wirklich weiße Foundations deswegen anbieten, damit man einfach zu dunkel gekaufte Foundations ein bisschen runtermischen kann. Für mich absolut nicht testbar. Ich habe die ein oder zweimal verwendet, als ich wirklich brauner war, also für meine Verhältnisse, aber so kann ich sie echt nicht tragen, weil sie extrem dunkel ist. Ein Foundation Stick, den ich euch ja schon gezeigt habe, ist der Hourglass Vanish Seamless Foundation Stick. Ich weiß es nicht 100%, es steht nicht auf diesem Foundation Stick drauf. Ich habe mir aus New York die zweithellste Farbe mitgenommen, das ist die Farbe Alabaster. Sogar für mich ein Ticken zu hell. Die haben zwar sehr viele Farben bei den Foundation Sticks, aber gerade bei meinem Hautton war es ein bisschen schwierig, den richtigen zu finden. Wenn ein Foundation Stick, dann dieser hier. Ich finde den immer noch gut. Ich finde die Foundation trotzdem nicht herausragend. Ich bin schlichtweg kein Fan von Foundation Sticks. Ich finde, sie sind einfach bei normaler bis trockener Haut, sie sind ein bisschen zu dickflüssig. An sich eine wirklich schöne Foundation, aber auch diese werde ich nicht nachkaufen. Ich finde sie zu teuer. Sie hat 45 Euro oder sowas gekostet. Ich kenne einfach persönlich bessere Foundations. Wer mal einen Foundation Stick testen möchte, da kann ich euch gerne den Foundation Stick hier von Hourglass empfehlen. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist einfach nicht einer meiner Favoriten. Letzte Foundation in meiner Sammlung ist auch die teuerste. Das ist die Luminous Silk Foundation von Giorgio Armani. Die hat, glaube ich, 50 bis 55 Euro gekostet für 30 Milliliter. Ich war so verrückt und habe mir Farbnummer 5 gegriffen. 5! Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich glaube, es war Sommer. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, es war im Sommer. Da war ich sicherlich dunkler, als ich es jetzt bin. Aber es ist trotzdem ein Ticken zu dunkel. Und ich muss mir sicherlich demnächst mal diese Drops von The Body Shop besorgen, damit ich einfach die Foundation nutzen kann. Weil, wie gesagt, sie ist für meine Verhältnisse sehr, sehr dunkel. So, ihr Lieben, das war es auch schon mit meiner High-End-Foundation-Sammlung. Ich hoffe natürlich sehr, es hat euch gefallen. Schreibt mir einmal in die Kommentare eure allerliebste High-End-Foundation rein. Da kann ich mich auch mal ein bisschen umgucken, was ihr am liebsten mögt. Und vergesst natürlich nicht, euren Hauttyp dazu zu schreiben. Das ist für die anderen, die Kommentare auch mitlesen, super interessant. Und natürlich auch für mich. Ansonsten würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao!